So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play unterwegs in Düsseldorf. Es ist schon so lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Oh Mann, ey. Es macht mich schon selbst traurig, dass ich das Spiel so lange nicht mehr aufgenommen habe, weil es einfach nur super klasse ist und ich habe es wieder voll Laune drauf. Und jetzt wird das Spiel ohne Pause durchgezogen. Bis zum Ende. So. Die meisten von euch werden sich sicherlich gar nicht mehr erinnern, was wir im letzten Part gemacht haben, deswegen werde ich jetzt ganz einfach nochmal in den Raum gehen, wo wir die Folge das letzte Mal beendet haben. Wir sind jetzt Zeit auf Schloss Düsseldorf und wollen ja mit Wahnfried kurzen Prozess machen. Hier ist der Festsaal, wo die ganzen Leute und so sind, und hier oben geht es eigentlich zu Wahnfrieds Gemächern. Doch. Bis hierhin und nicht weiter. Dieser Weg führt zu den Gemächern des Herzogs und darf nur von Besuchern nicht betreten werden. Wir müssen aber da hoch. Ich gehorche nur den Befehlen Hauptmann Knurrgans oder den direkten Weisungen des Herzogs. Wo finde ich den Hauptmann? Wahrscheinlich in den Quartieren der Wolfsgarde, ein Stockwerk weiter oben. Dann werde ich den Hauptmann mal eben einen Besuch abstatten. Genau, und das müssen wir jetzt machen. Wir müssen mit Hauptmann Knurrgan reden. Der uns eventuell helfen kann, die Wachen beiseite zu schieben. So, wo war denn das Quartier? Ich werde mal hinlaufen eben. Da waren wir auf jeden Fall schon mal gewesen. So. Und zwar hier unten. Da sind sie und genau, die ein Lagerfeuer mitten jetzt im Schloss gemacht haben. Und das ist der Hauptmann. Was wollt ihr denn schon wieder? Es geht um eure Wächter. Sie blockieren den Weg ins obere Stockwerk. Wir möchten, dass ihr ihnen die Anweisung gibt, uns durchzulassen. Herzog Wahnfried hat angeordnet, dass keiner der Gäste Zugang zu seinen Gemächern oder Laboratorien haben darf. Können nicht mal eine kleine Ausnahme machen? Das kann mich meinen Kopf kosten. Sagt mir erst, was ihr da oben anstellen wollt. Wir wollen Wahnfried ans Leder oder meine Freundin und ich. Also ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, ihm die ganze Story zu sagen. Deswegen, what the fuck ist das zweite? Das interessiert mich jetzt mal. Also wir würden uns gern an ein Plätzchen zurückziehen, wo wir ungestört sind und wo es schön kuschig ist. Ihr wisst schon. Ich denke, ich könnte da durchaus etwas für euch tun. Zumindest, wenn ihr mir ebenfalls einen Dienst erweist. What the fuck? Wir tun alles, was ihr wollt, wenn wir nur endlich irgendwo kuscheln können. Okay. Hauptmann Xelram von der Fangzahngarde verwahrt etwas, das mir gehört, den Wolfsring. Ich möchte, dass ihr mir dieses Artefakt besorgt. Glaubt aber nicht, dass er es freiwillig herausrücken wird. Ihr müsst euch schon etwas einfallen lassen. Hört sich gefährlich an, aber mein Kuschelbedürfnis ist stärker als jede Gefahr, die sich uns in den Weg stellen könnte. Wo finden wir diesen Xelram? In den Unterkünften der Garde. Geht einfach den Weg zurück, den ihr gekommen seid. Vor der Treppe biegt ihr nach rechts ab. Bei der nächsten Abzweigung folgt ihr dem Korridor nach Süden, dann nach Westen. Und dann steht ihr eigentlich schon vor seiner Haustür. Noch komplizierter bitte? Falls man euch erwischt, hat dieses Gespräch nie stattgefunden. Okay, dann mal kurz überlegen. Also ist auf jeden Fall erstmal rechts rum die Treppe runter, ne? Dann nach Westen und dann nach Süden, ne? Also hier. Und dann? Hier? Ah, du warst sogar richtig. Oui, da wären wir. Wendy, ich hoffe, ihr seid euch darüber im Klaren, dass uns unsere Verkleidung dort drin nichts nutzen wird. Warum nicht? Diese Kreaturen wittern unser warmes Blut auf wenige Meter Entfernung. Die fallen nicht auf unseren Mummenschatz herein. Mann, ich kann nicht lesen.
Wir gehen ohne Verkleidung rein. Vielleicht können wir sie ja belabern, ansonsten müssen wir es halt auf die gute alte Holzhacker-Methode erledigen. Okay. Das scheint nach einem Kampf auszusehen. So, da sind sie. Wer seid ihr? Was habt ihr zu suchen? Wir hauen euch die Rübe ab. Wir wollen den Hauptmann sehen. Hauptmann Xelram hat sich zur Ruhe gelegt und wünscht nicht gestört zu werden. Ist mir doch egal, wenn der Hauptmann nicht zum Fehler kommt, dann kommt der Fehler eben zu ihm. Das hast du schön gesagt. Ich weiß. What the fuck? Error? So, genau. Error. Ja, das war das Problem gerade eben. Und zwar hatte ich schwarzen Bildschirm gehabt, der Kampf wurde nicht gestartet. Aber jetzt habe ich Düsterbock nochmal neu installiert und jetzt funktioniert das alles. Und wir machen ganz einfach jetzt den Kampf gegen diese Vampire hier. So, so, ewig nicht mehr gekämpft. Kanonen? What the fuck? Das haben wir noch nicht eingesetzt, oder? Komm, das setzen wir mal ein. Eine heilige Melodie. Was? Gehen auf ein Sternschauer. So, schauen wir mal. Gehen wir uns gegen die Gegner hier schlagen. Okay, ein bisschen Schaden macht das schon. Das ist gar nicht übel. Ausgewichen. Nicht cool. Ah, das sieht doch schon Schaden aus. Au! What the fuck? Grandy heilt mit Riesalz Tarius. Libra heilt mit einem Heiltrank Dankwart. Und Dankwart greift nicht an, weil er keine AP hat. Sehr gut! Magietrank, Moment, haben wir gerade mal 80, naja. So, Riechsalz, Tarius ist zurück, sehr schön. Magietrank. Au. Die machen Schaden. Die machen richtig viel Schaden, das ist nicht cool. So, Granny, du greifst an. Tarius heilt sich. Heiltrank und so. Libra. Kann eigentlich mal Elixier nehmen. Und Dankwart macht heilige Melodie. Nicht heilige Melodie, Sternschauer. Ah, nice. Das war guter Schaden. So. Nice! Du meinst schon down. Das ging recht schnell. Dankwart halt OP und so, ne? Ah, die machen schon ganz schön Schaden, muss man sagen. Hagel und Granaten und Sternschauer. Yay. Dankwart kann einen Pokémon-Angriff. Alle in der Höllenhunde. Und down. So, der ist auch down und der auch. Sehr gut, gewonnen. 3800 EP und 830 Taler gefunden. Hurra. Tschüss, Mann. Stirbt. So. Ah, das ist ein Save Point. Na toll. Und wir haben den ganzen Reis an die alten Mumien verteilt. Uns bleibt keine Zeit, noch mehr davon zu suchen. Weiter, Granny, die Zeit drängt. Hier ist ein Skelett. Skeleton. Okay, ich lasse den Burschen lieber mal in Ruhe. Okay, komm ich da rein? Ja, da komm ich rein. The fuck? Was haben die mit den Leuten angestellt? Ausgesaugt, Granny. Seht euch doch nur diese Wunden an, die den Körper dieses Wesens übersehen. Kennen diese Kreaturen überhaupt keiner Barm? Beide Götter sind noch am Leben! Die Blutsuhager verwenden sie wohl schon seit Jahren als Nahrungsquelle.
Randy, es gibt nichts, was wir für die armen Menschen tun können. Ihr Blut ist auf alle Zeiten vergiftet. Wenn sie sterben, werden sie wieder auferstehen, als Vampire. Und sie werden nicht weniger gnadenlos sein, als jene, die sie hier gequält haben. Wenn wir sie erlösen wollen, müssen wir sie töten, Granny. Das ist ihre einzige Chance. Aber dazu bedarf es einen geweihten Flockes. Und den haben wir nicht. Menno. Wo ist jetzt dieser... Haben wir den Wolfsring nun eigentlich gefunden, oder? Anordnung. Aufgrund des immer noch anhaltenden Mangels an Frischblut werden die Blutrationen ab sofort nur noch wöchentlich ausgegeben. Xelram. Was ist nur mit dem Ring? Eigentlich haben wir den jetzt bekommen, oder? Xynthias Kleider. Irgendwie nicht, oder? Bräuchten einen Flock. Und auf zu schreien. Nicht cool und so. Vielleicht irgendwie im Schrank oder so. Nicht, dass er weiterhelfen könnte. Vielleicht in den Barrel. Hey, die sieht ja mal schick aus. Schwarze Armbrust gefunden. Not bad. Können wir gleich mal ausrüsten. Das war... Nee, falsch. Tarius. Tarius kriegt die schwarze Armbrust. Oh, not bad. Die ist 15 Punkte besser. Und Libra kann ja... Nee, Kampfstab der Nacht ist besser. Hey, aber was ist mit dem Ring? Wir brauchen doch diesen komischen Wolfsring. Wir können ja nichts machen. Wir haben den Ring vergessen. Ja, aber wo? Wo ist der Ring? Ja, wo ist der Ring? Wo ist der Ring? Ring und so? Oh. Oh. Okay. Ich habe Schreie gehört. Was geht hier vor? Wir sind die wilden Vampirjäger. Wir haben ein Problem. Aufs Maul. Ihr habt die Schreie eurer Schergen gehört, Xelram, als sie zur Hölle gefahren sind. Schön, ich werde meine Fangzähne an euren Eingeweiden säubern. Und jetzt kommt Xelram. Okay, ich denke mal mit Granny greifen wir normal an. Tarius, ebenfalls Libra. Ich kann ja mal einen Blitz machen. Ich weiß nicht, was gegen die effektiv ist. Ich habe keine Ahnung. Heilige Melodie. 78 Schaden. Nimmt keinen Schaden. Not bad. Granny macht guten Schaden. Heilige Melodie zieht jetzt nicht unbedingt so viel ab. Eher Granny macht den Schaden. Ich gebe mal Tarius einen Magietrank. Libra kann jetzt mal mit Hagel der Granaten. Ja, geht eigentlich um mehrere, aber passt schon. Stoßgebet? Keine Ahnung. 71 Schaden. Okay, das ist schon mal gar nicht schlecht. Oh, das macht Schaden. Das macht Schaden. Flammschlag. Und... wieder ein Magietrank für Dankwart. Okay, Magietrank. 80 Schaden, okay. Wow, das ist ein Multiangriff.
der aber jetzt nicht ganz so viel Schaden macht. Das ist auf jeden Fall verkraftbar. Versuchen wir nochmal Schock. Ja. Komm, wir machen einfach Flammschlag. Und Dankwart greift mit Stoßgebet an. Xeram natürlich weicht er aus. Ah, so langsam macht das schon Schaden. Los, viel hältst du nicht mehr aus, ich weiß es. Wenn du es wieder ausweichst. Ah, okay. Er ist auf jeden Fall sehr robust und hält aus. Sag sehr ram. Oha. Jetzt sollte ich heilen. Jetzt sollte ich heilen. Grandy kann angreifen. Tarius nimmt meinen Magietrank. Flammschlag und 80. Habe ich nicht irgendwie besseren Zauber? Nee. Allheilung. Allheilung muss ich jetzt erstmal tun von Anfang. Vielleicht kriegen wir ihn sogar noch down. Ah, oh. Ihr versteht euer Handwerk. Es ist Zeit, mich zu verabschieden. Eure Anwesenheit dürfte den Herzog Brenn interessieren. Oh, heilt sogar mehr. Tanz der Sonne. Am Schmerk. Nein! Oh, jetzt greife ich mir Dankwart normal an. Ah, doof. Ich verdrück mich immer. Nö! Verdrückt sich? Ihr Fool, solange ihr noch könnt! Kann es sein, dass wir ihn hätten umbringen können? Das weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall heile ich mich erstmal. Wobei Dankwart kann ja mit seinem Können so heilen. Okay. Wir sind eng. Wow, wir sind schon recht hoch gelevelt, muss ich sagen. Was ist hier? Da ist der Ring! Wolfsring gefunden. Ich folge ihm mal. Vielleicht. Grandy, wir haben keine Zeit zu verlieren. Xeram wird Wanfried finden und von unserer Anwesenheit berichten. Ich muss euch hoffentlich nicht erklären, was das für unser Vorhaben bedeuten würde. Gut, dann würde ich sagen. Ah, ich weiß nicht, ich würde gerne mal hingehen und mal gucken, was da ist. Netter Balkon hier. Grandy, beeil dich, sonst läuft die Zeit davon. Okay. Okay, ich glaube, wir sollten wirklich schnell den. Den Ring jetzt einfach den Hauptmann geben. Du willst da nicht wirklich raus, Grandy, oder? Ich meine, ohne Verkleidung und so. Hoppla, gut, dass du mich daran erinnerst. Ah, okay. So. Dann zu dem Hauptmann. Hörst du trödeln, Grandy? Und? Habt ihr den Ring? Klar doch, war eigentlich kein großes Problem. Tatsächlich? Ich muss zugeben, ich fange an, ein wenig von euch beeindruckt zu sein. Ja, danke. Könntet ihr jetzt vielleicht eure Leute anweisen, den Weg freizumachen? Wir sind etwas in Eile.
Ich werde ein Schreiben an meine Leute aufsetzen, das euch freien Durchgang gewährt. Das hört sich doch gut an. Der Kerl hat ja die Ruhe weg. Wenn Xeram den Herzog alarmiert, sind wir geliefert. Ich weiß, aber wenn wir ihm jetzt noch mehr Dampf machen, überlegt er sich die Sache vielleicht noch anders. Hier, bitte. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Sie einen Brief erhalten. Okay. Und jetzt raus hier. Quent, wir haben zu viel Zeit verloren. Ich bin sicher, dass Xeram inzwischen Warnfried benachrichtigt hat. Oh nein. Gut, dann werden wir schnell in den Festsaal gehen und nach oben marschieren. Vorher möchte ich aber gerne nochmal speichern. Das wäre, denke ich mal, keine schlechte Idee. Konnte ich hier nicht irgendwo speichern? Moment, wo konnte ich hier speichern? Ich konnte doch irgendwo speichern, ich weiß es ganz genau. Moment, der Speicherpunkt ist weg? Nicht cool sowas. Naja, egal, ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge hier für heute. Das war Unterwegs in Düsterburg. Es geht jetzt bald wieder weiter. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht wieder so eine große Pause machen. Das Spiel wird jetzt durchgezogen bis zum Ende und ich hoffe, ihr seid auch bis dahin mit dabei. Also bis dann, macht's gut.